So Leute, im letzten Video haben wir in den letzten 14 Minuten keinen Ton mehr gehabt. Deswegen konnte ich nicht mehr so viel labern, aber jetzt geht es weiter. So, wir müssen einmal schauen, wie wir diese Quest abschließen können. Nebenquest, die Schönheit des Todes findet die Person mit dem Laster, auf die es Morana abgesehen hat. Folge der Gedankenspur von Kommissar Pellevin. Okay, let's go. Das haben wir jetzt freigeschaltet und schauen uns das jetzt mal an. Das ist wohl die Gedankenspur vom Kommissar. Yes. Wie ihr sehen könnt, hat sich die Richtung geändert. Schauen wir uns das jetzt einmal an. Zack. 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 Laufen wir aber mal durch und schauen mal, was uns da erwartet. Oh. Da sind irgendwelche Blätter, die wir auch aktivieren können. Ich muss ab und zu schauen, ob mein Mikrofon läuft. Weil ich habe keine Lust, dass es wieder abbricht. Beim Speichern ist es irgendwie passiert. Hier, da ist noch was. Broschüre. Das haben wir schon mehrmals gelesen, aber Level Up bekommen. Sehr nice. Nehmen wir gerne in diese Richtung. Hier geht's weiter. Entwickeln. Zack. Da ist was. Zerknülltes Telegramm. Bitte, Chef. Angelegenheit in Povisle. Stopp. Ich erwarte schnellstmögliche Ergebnisse. Andernfalls ziehe ich sie vom Fall ab und degradiere sie. Obersergej Buchatov. Okay, das ist wichtig. Jetzt können wir ihn bedrohen. Aber jetzt werden wir angegriffen. Ihnen sagen, sie sollen aus dem Weg gehen. And what does a whelp like your double in? Ich sagte gleich, was ein Welpe drauf hat. The young master was bored and came to Povisle for a taste of gore. He'll taste it all right. His own. Okay, jetzt wird gekämpft. Ich muss ein bisschen meine Traumaturgie verbessern. Beziehungsweise meine Attacken anpassen. Weil wir haben hier neue Sachen erhalten. Steigert den Eltenschaden um 50%. Was haben wir hier? Machen wir mal alles raus. Wir machen das jetzt komplett neu, Leute, zusammen. So, wir haben Beeinflussung, verringert Fokus. Wir haben hier auch irgendwo, was den Fokus... eine Sekunde. So, steigert den Fokus. Ich möchte gerne Fokus verringern und meinen Fokus steigern. Das ist schon sehr nice. Machen wir. So, fügt Schaden zu. Und danach nochmal fügt Schaden zu. Das geht nur auf Schaden. Das benutzen wir am meisten, deswegen muss hier etwas richtig Nices sein. Senkt den Fokus um einen weiteren Punkt. Oder wir machen es so, dass wir den Fokus hier nochmal um 1 verringern. So, gibt eine Chance von 25 Planeten des Feindes zu unterbrechen. Das ist sehr wichtig. Und danach, was wollen wir danach haben? Die nächste Handlung des Salutus ist um eine Runde schneller. Das hört sich gut an. Steigert den Elternschaden um 50%. Was haben wir noch? Er leidet Schaden 3 bis 4 am Ende jeder Runde. Nehmen wir das hier. So, das ist ein starker Angriff. Benutzen wir nicht so oft, aber trotzdem werden wir das benutzen. Doppelter Schaden ist hier sehr nice. Das benutzen wir auch sehr oft. Da würde ich sogar sagen, dass wir irgendwas benutzen, um den Saluto zu pushen. Jeder Angriff gegen den Feind fügt maximalen Schaden zu. Was haben wir noch? Steigert den Schaden durch den nächsten Angriff des Salutors um 50%. Unser Salutor macht eh nicht so viel Schaden. Du verlierst Fokus anstatt... Nee, gibt euch also von 60% die Handlung des Feindes zu verlangsamen. Jeder Angriff gegen den Feind fügt maximalen Schaden zu. Ist auch geil. Komm, nehmen wir das. Und dann bei 2... Stellt für jeden Feind mit dem Status gepanikt 4 deiner Lebenspunkte wieder her. Jede nachfolgende Aktion, die Lebenswaffe wird weniger davon ab. Das ist auch geil. Damit die auch mal Lebenspunkte herstellen können. Ich sage den zugefügten Schaden um 50%. Nehmen wir da und da sind wir auch durch. Kampf beginnen. Gut, schauen wir mal. Was habt ihr? Upi, Bukavac. Starten wir mit Upi, oder? Oh, ne, wir starten mit Bukavac. Dann können wir ihn erstmal angreifen. Heulen. Und
dir einmal auf die Fresse. Zack. Eigenschaft deaktiviert. Let's go. So, jetzt können wir ihn besiegen. Qual und blutige Hochzeit. Dann können wir direkt zu Upir switchen. Aua! Aua! Wir bekommen alle Schaden. Sehr, sehr nice. Ich glaube, wir können uns schon auf dich konzentrieren. Ja, komm, let's go. Weg mit dir. Bukamachi ist schon richtig stark, Leute. Komm, wir besiegen ihn. Untergang. Eigentlich habe ich es falsch gemacht, aber egal. Machen wir hier... Ne, wir switchen. Und greifen ihn schon mal an. Damit seine Verteidigung weggeht. Zack! In deine Fresse. Beziehungsweise in deinen Bauch. 11 Leben gehalten. Der will sich auch, der Drecksack, Alter. Töten wir den erstmal. Zack. Und du konzentrierst dich auf ihn. Was brauche ich dafür? Zusammenbruch, okay? Zusammenbruch brauchen wir. Können wir aber nicht aktivieren. Schade. Hält sich die ganze Zeit, das nervt mich. Zack, zack. Wir können uns aber auch heilen, mein Lieber. Aber der hält sich richtig, Alter. Zack. Entfernt alle negativen Status von dir. Ja, machen wir. Let's go. Weil wir haben schon einiges hier gerade. Bam. Bam. Alles weg. Nice. Gar nicht mal so schlecht, Leute. Einmal heilen. Oh, der macht viel zu viel Schaden, Leute. Was bekommt er gerade? Gepeinigt? Mal 3. Wollen wir weiter peinigen? Oder wollen wir ihn einfach angreifen? Ich glaube, ich greife ihn ganz normal an. Wir haben auch gerade genug Heilung. Ich glaube, ich wechsle wieder zu Bukavac. Bukavac kann ich wenigstens mehr Schaden machen. Let's go. Bukavac, let's go. So. Einmal heulen, bitte. Und gleich ist Peinigung drin. Let's go. Jetzt bekommt er Schaden und ist auch gleich tot. Blutige Hochzeit drauf und ciao. Weg. Tschüssi, das Gemüt vor Ort. So, einmal nochmal kurz gegenchecken. Mikrofon läuft. Perfekto. Findet die Person mit dem Laster auf, die es Morana abgesehen hat. Jetzt müssen wir noch die Person finden und dann haben wir diese Quest abgeschlossen. Ist bestimmt aber nicht so einfach, wie es scheint, oder? Dann haben wir schon unsere dritte Einheit freigeschaltet. Geil. Hier ist was. Nee, sah nur so aus. Hallo. Hier ist, das sind die. Ein bisschen komisch aus, betrunken, beide betrunken. Hey, you can't be here. Kayetanda doesn't allow it. Jetzt auf einmal sind sie nicht mehr betrunken. He's got nice shoes though. Sie sagen, dass du das bereust, die gekauft zu haben. Direkt eine Prügelei anfangen. Nee. Diesmal sind wir lieb. Well, I don't like that kind of resignation.
But I still like your shoes. Was? Dein Ernst? Junge, Junge, Junge. Kämpfen einfach direkt. So, Dimension Zunge. Dimension Zunge. Okay, die sind beide stark. Dann fange ich erstmal Bukavac an. Weil Bukavac ist schon brutal, Alter. Mit dem Schwachen. Was ist mit dir los? Mache ich hier mehr Schaden? Yes. Alter Wunder. Let's go. Aua. Aua. Mach nicht diese Böse. Und hier auch nochmal. Und wir haben uns auch noch geheilt. Jetzt haben wir beide Effekte, oder? Haben die beide? Nee, der hat nichts. Seltsamerweise, keine Ahnung. Aber der. Gut. Dann greifen wir ihn mal an. Aber ich mache bei dem keinen Schaden, Mann. Ich muss ihn angreifen. Geplanter Angriff. Und bei ihm... musst du Schaden machen, mein Lieber. Ja, geht nicht anders. Wohl, eine Sekunde. Komm, nochmal heulen. Das gibt doch nicht. Heulern. Bam. Das war gut. Nicht gut. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal ein Manöver starten hier. Zack. Und du wirst von ihm besiegt. Ey, wieso habe ich kein Plus 3 bekommen? Nein! Aua! Aber einen geplanten Angriff drauf. Nice. Oh, wir bekommen zu viel Schaden, Leute. Ich glaube, ich muss switchen. Jupp. Wir switchen und heilen direkt. Was? Das war gut. Das war richtig gut. Hier ist was. Broschüre. Madame Lulu, ein Tarotmeister von Weltrang, empfängt um Mitternacht Kunden im Gasthaus unter dem Fasan der Büro. Oh, okay, neue Quest. Nacht der Hellseherei. Let's go. Schauen wir uns einmal kurz hier um. Gibt's doch bestimmt etwas, oder? Nee, man kann nicht hoch. Dann gibt's hier gar nichts. Aha, noch ein Level up. Let's go. Entwickeln. Wie wird bis denn jetzt gesucht? Nachricht von einem Polizisten. Wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten und doch mit uns zusammenarbeiten wollen, melden Sie sich in der Polizeiwache in Srotmiski und fragen Sie nach Kommissar Pelevin. Das ist doch dieser Drecksack gewesen. So, Schlussfolgerung. Die Fischermorde. Pelevin hält Kajetan für den Mörder, den alle nur den Fischer nennen. Er scheint verzweifelt nach handfesten Beweisen zu suchen und die Indizien sprechen nicht für den Maler. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis man ihn verhaftet. Hier gibt's doch bestimmt mehr. Klar gibt's hier mehr. Teure Pinsel. Hier ist noch was. Vollendete Gemälde. Und hier ist noch was. Schmutzige Lumpen. Altlumpen, die den Geruch von Tempentin und Geborgenheit verstören. Sie sind wie ein Nest auf einem Baum. Tausendmal besser als ein goldener Käfig. Der Mann, der hier schläft, fühlt sich endlich zu Hause. Der seltsame Ehre von Povistle. Kehrten ist sowohl tot als auch lebendig und auf spezielle Weise untrennbar mit dem Fluss verbunden. Er malt Bilder von den Taten entlang des Flussufers in Povistle. Seine Malutensilien sind der einzige Luxus, den er sich gönnt. Interessant. Gibt's hier noch mehr? Oder was die los? Nein? Anscheinend nicht raus. Finde die Person mit dem Laster, stelle Kajetan zur Rede. Dann müssen wir wieder zum Flussufer zurück. Hä? Ist gesperrt? Okay.
Dann ist er irgendwo anders unterwegs. Interessant. Wo ist denn der? Krass, dass die es gesperrt haben. Ah, nee, hier geht es runter. Boah, kurz Schiss bekommen. Ist hier was? Irgendwas Neues? Nö, okay. Dann reden wir mal, mein Lieber. Is the painting finished? Nope. The police took the body before I could finish. But I'm sure something new will appear soon. Näher auf den Ball und die Morde eingehen. Can I ask you a question? Whatever. Darauf hinweisen, dass ihm doch nicht alles egal ist. Anmerken, dass er für solche Bemerkungen festgenommen werden könnte. Ja, nehmen wir das weiter. Painting those bodies has become something very important to you. I hadn't thought about it that way. It seems it has given your life a new meaning. Do you really think so? Anmerken, dass er für solche Bemerkungen festgenommen werden könnte. Aren't you afraid you might be arrested? You're always the first one at the body. You paint it. To me, you look like a murderer. Me? Why? The bodies appear on their own. Besides, let the police worry about that. If they catch the murderer, there will be no more dead bodies to pose. Right. I hadn't thought about that. Hey, Scheiße. Don't understand. Scheiße, Aufklärung, Verwirrung, Konzentration und seine Laster zum Vorschein bringen. It seems that while contemplating the lack of sense in life, you did find something you care about. Right. But that doesn't make sense. Why is it that in trying to go with the flow, I end up paddling harder? Gar nicht übersetzt. Where did I go wrong? Ja, es wird gekämpft, Leute. Voll Bock drauf. Der Laster Morana folgt Kayetan, dem seltsamen Maler auf Schritt und Schritt. Königin der Tiefe, Moranas Anwesenheit löst unter den Bewohnern von Poveste Unbehagen und Verzweiflung aus. Die Quelle dieser Gefühle ist Kayetan, der einen Laster in sich trägt. Wenn ich es zum Vorschein bringen kann, gehört Morana mir. Das Laster des Malers berühren. It's time to free you from it. Can you hear me? Take a step back from him. Nein! What are you doing? Hallo! They're arresting me, that's what. Beweise für Kerten Schuld verlangen. What are you arresting him for? Having strange interests? Have you got any proof? We are arresting the prime suspect. Do not obstruct us. Boah, ich mach euch fertig. You are not the killer. What difference does it make? Pialevin, you know he's not the one. What can I do? This case is taking too long anyway. How are you going to sleep after this? I'm going to buzz it up till I fall asleep. Preferably in moonshine. Alter. Nein! Wir haben ihn verloren! And now Enttäuschung. Nee. Gibt's doch nicht. Die Aussicht genießen nochmal. Ohne irgendwas. Ja, noch nichts erhalten. Irgendwas stimmt hier nicht. Muss es vielleicht Nacht sein? I don't know. Piotr, wer bist denn du? Get it away from me! I don't want to touch it. Yellow belly. Shut up! Hey, you! What do you want here? Wann womit zu spielen? What is that you're playing with? It's a hook from a real dead man. A dead man's hook. Quiet, you dolts! This hook is from the fisherman's victim, isn't it? So what if it is? What's it to you? They've already caught the murderer. What if I tell you that they didn't? That they caught the wrong man? The fuck they did! Unless... The fuck, sagt er einfach. Got anything interesting to barter with?
sagen, dass sie hier nicht allein spielen sollten, um ihnen Angst einzujagen. Die Hauptausgabe des Hakens verlangen. Nehmen wir drei. Give me the hook, because I say so. It's not a toy. Oi! Mietek! This flunky wants to show us his pecker in the bushes. Junge, Junge, was ist denn hier los? You perverted fuck! Touching children, is it? I'll give you a pounding that the dungeon can only dream of. Oh Gott. Okay, machen wir dich mal schnell fertig. Hat auch noch seine Cousins geholt. Okay. Upir. Bukavac. Okay, konzentrieren wir uns. Ne, die machen zu viel Schaden, Leute. Wir machen es erst mit Upir. Okay, konzentrieren wir uns auf dich. Alte Wunder. Und gespenstiger Rausch. Okay, nochmal Qual drauf. Und weg mit deiner Eigenschaft. Let's go, wir machen erstmal den fertig. 14 Schaden. Die machen ja auch ein bisschen Schaden. Boah, wir haben uns auf den richtigen konzentriert. Der macht am meisten Schaden, glaube ich. Doch nicht. Bam, ciao. Was? Nicht sterben. Wieso sind sie so stark? Okay, Blitzangriff. Und heilen. Ich kann auch nicht switchen, wenn die so viel Schaden machen. Wir müssen erstmal den hier besiegen. Und schön heilen. Jawohl. Komm, stirb. Nochmal einen Blitzangriff drauf und nochmal heilen. Pam. Der heilt sich auch, ne? Kannst du mal nicht sehen. Jawoll. Jetzt können wir Bukavac holen. Let's go. Bukavac. Bukavac time. Und danach geplanter Angriff. Eigenschaft deaktiviert. Jetzt bist du nicht mehr so stark, mein Lieber. Untergang drauf. Und dann ist er weg. Zack. Ach, das ist doch kein Gegner. Ciao. You sure showed them. Well, well. I admit that you know how to fight. At first, I took you for a police oaf, but I was wrong. How flattered I am by your compliments. I thank you most sincerely for them. And now, I would like to get this hook. Well, after a fight like that, you earned it. Here. Thanks, bro. Hey, trick. What's this supposed to be? I mean... Shut it! So what now? Sagen, dass du den Haken untersuchen wirst. Now I'll examine the hook and keep looking for. Piotrek's Elixpittel for the coppers. Bullenschleimer. Shut your mouths! Or you lose even more teeth. I'll help you. Come find me near Antiaja's brothel. We can resume the conversation there. Ein Kind, das beim Bordell wartet. Alright, enough of this. Junge, Junge, Junge. Was ist denn hier los? Tage aktualisiert. Überzeugt Pille, wenn ihr mit uns wieder aus dem zitzigen Pürt in der Nähe des Bordells. Okay, let's go. Alle Schwede. Ich frag mich, wann ich das machen muss. Also, wir haben es nachmittags probiert. Wir haben es nachts probiert. Ich will es unbedingt machen. Aber erst später. Lass erstmal hier weggehen. Und die Quest abschließen. Wir haben schon viel zu viel Zeit verloren. In welche Richtung? So, ich darf das nicht so oft klicken. Das nervt. Ein bisschen frei kann man schon laufen, oder? Aber nur bisschen.
Okay. Irgendwo hier. Da. Da ist der kleine junge Mann. So then I tell him, stick that rubble up your ass. I've got my honor. Bester Mann. You're a canny lad. Hello. I'm on my break. Come back later. Sieht aus wie unsere Schwester. I tell him, Auntie Clara. We're doing an investigation together. You're always up to something, Piotrusz. What investigation? Piotrusz fragen, warum er dich hier treffen wollte. What are you doing here? What do you mean? The aunties are the key to the world of information. They know and hear more than anyone else in Povišle. Kleiner schlauer Junge. You really are a tourist. Of course they're not. But I prefer them to the real ones. They always help me somehow when I'm in trouble. They'll dress a wound, give me an apple or a beer. Piotrusz, Piotrusz, nothing gets by you. You remember that lady's gloves? I said I liked them once, and he brought them to me the next day. Ja, schön geklaut wahrscheinlich, ha? Well, just say the word. Klar, nach dem Fischer fragen. What do you know about the fisherman? All I know is he's in jail. Finally, this cursed place can breathe a little. He's not in jail, though. We're looking for the real one. Piotrusz, is that the investigation you're playing? What do you mean, playing? We're both dead serious and committed, Auntie. You better watch out. You'll get in trouble. Zugeben, dass es Zeit ist, irgendwas fragen, was sein Plan ist. What next, partner? It's not over yet. Now we split. You go grill the other. After dark, some of... Remember to tell them I sent you. Piotr. Okay. Watch him. If anything happens to him, it's your fault. Oh shit. Hoffentlich passiert dem nichts. Warte bis zum Einbruch der Nacht, um die Prostituierten zu fragen. Wo kann ich warten? Kann ich hier warten? Zum Bordell. Hier ist was? Brief. Ja, das ist wieder was anderes. Eine Quest wahrscheinlich, ne? Das ist die Beobachtung, die zu einer anderen Quest gehört. Wo kann ich warten? Hier ist was. Brosche. So viel wieder zu Boden und verlor dabei die Brosche. Es heißt, es sei ihr liebstes Kleid gefärbt mit schädes Grün, was schlecht für sie ist. Okay. Wieso werden wir weggelockt? Sind die irgendwo anders oder was? Hier ist was. Aufheben. Zu der Werbung. Ah, hier kann man warten. Warten. Let's wait. Hier warten. Anbruch der Nacht. Zack. Let's go. Wieder hoch mit uns. Wir haben die falsche Quest ausgewählt gehabt. Wir müssen hier lang. Ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Da sind die beiden. Good evening. Good evening. What do you want? I bet he's a customer. Do you want to put him off? How do I know if he's a customer or not? Bad things happen in this weather. Oh shit. You're right. What brings you here? Nach dem Fischer fragen. Do you know about the fisherman? What an odd question. Unless... God, it's him. He came to kill us. But they just got him. That freak who painted corpses was the fisherman. He created inspiration for himself. Right? Sagen, dass der Fischer noch da draußen ist, um sie zu verängstigen. They can prove the painter was guilty, which means the fisherman is still at large. It could be anyone. I can't stand it any longer. I didn't come back from London to relieve it all over again. Let's get out of here. I'm scared. Und an Steve, ich beschütze dich. Stay away, weirdo. Weirdo. Oh Gott. Okay, schade. Das haben wir nicht so gut gemacht. Wo sind die nächsten? Hier sind noch einige. Da.
Okay, mit dir kann ich nicht sprechen. Hier. Good evening. Cloud behind the corner, 5 Kopeks. Naked in a bed, 15. A blow will cost you 3. 15? Unless you just want to watch something, then it's 2. If it's something else you're after, was you can fuck was off. Schon? Hä? I'll call for help. Wer hat das bitte übersetzt? Ich will wissen, wer das übersetzt hat. Piotr Kjusta sent me. He's a nice kid. Piotr sent you? Well, why didn't you say so? I'll give you a discount then. No, that's not why I'm here. I just want to talk. Well, fire away before someone is onto us. Nach dem Fischer fragen. Have you heard anything about him? Only the things everyone's nur dit, was sich alle hier erzählen. Ey, das ist 100 Prozent irgendein... Wenn du willst, kauf dir eine Zeitung, nur 2 Kopeken. Ey, das hat irgendein Hesse übersetzt. Jemand wollte dir einfach verarschen hier. Hä? Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt, Leute. Wer hat das übersetzt? Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. So, da ist er schon. What more do you want from me? Wie lange mit Kate nicht sprechen, sondern mit den Haken zeigen. I got the hook from the victim's body. Local kids had stolen it. I already have a few of these. Because of it, I know, let's call it, the scent of the murderer. A thermotet could be useful in a case like this. But the case is closed. That's enough. When I get sober, I put you in jail, I swear. Now leave me alone. Junge, sei doch nicht so stur, Alter. We'll see about that. I'll find out why you're so reluctant to run this investigation. And then we'll resume it together. What? You're going to cast a spell on me, magician? Who knows? Jetzt sein muss? Don't go anywhere. I felt something. Where is it? Irgendwas stimmt hier nicht. Hier ist was. Da. Dimensionskraft zu gering. Zunge müssen wir leveln. Kann ich das leveln? Zunge ist bei 2. Wie soll ich denn das leveln? Scheiße. Schaut euch das an. Ich kann es nicht leveln, weil ich diese Einheit noch nicht freigeschaltet habe. Wie soll das funktionieren? Okay, aber es geht auch ohne, glaube ich. Ja, es geht auch ohne. Man muss es nicht freischalten komplett. Man muss es nur auswählen. Kann ich rein? You're not from round here, I can see. Good evening. Is this a bad time? It is a bad place, fancy boy. It is for the locals. Okay, sorry. Anführen, dass Pelevin bewirtet wird. What about that copper outside? I don't think he's a local. He captured the fisherman, so he earned respect in the neighborhood. One more word, and we will take you out. Dann mach doch, komm doch, du Drecksack. Piotr Kjusta erwähnen. I'm a friend of Piotr Kjusta. Hey, do you hear the kind of names being tossed around here? You better find some friends your own age. Scheiße. Get that fancy pants. Alles falsch gemacht. Ja, wir hätten so oder so gekämpft anscheinend. So, die sind alle schwach, aber das gefällt mir. Risiko. Okay, wir kämpfen direkt mit ihm, weil ich glaube, wenn die so wenig Leben haben, sind die aber stark. Ich konzentriere mich, glaube ich, auf ihn. Die anderen heilen sich nämlich. Let's go. Alte Wunde und danach direkt heilen.
Was jetzt? Machen wir mal einen Blitzangriff? Nee. Einen geplanten Angriff vielleicht. Konnten uns gar nicht heilen. Wenn wir noch keinen Schaden erhalten haben. So, der stirbt so oder so. Oder wollen wir ihn schnell killen? Ich glaube, ich kill ihn schnell. Und du heilst uns hier. Ciao. Oh. Okay, let's go, Leute. Blitzangriff. Danke. Ah, der hält sich halt, ne? Ich hätte jede Runde 9 Lebenspunkte wieder her, freut sich mal. Oh, scheiße, Mann. Wir müssen den irgendwie schwächen. Machen wir erstmal das hier. Yes. Peiniger drauf. Ich glaube, ich muss erstmal den anderen besiegen. Der ist stärker. Egal. Jetzt haben wir schon mit dem angefangen. Müssen weitermachen. Heil uns! Let's go. Ja, jetzt machen wir ihn fertig, oder? Alte Wunde und Peiniger drauf. Nochmal Aktion, Reaktion. Ciao. Ey, der ist viel zu stark. Was ist los mit dem? Alte Wunde und heilen direkt. Schaffe ich das noch? So. Scheiße, ich weiß nicht, ob ich es noch schaffen werde. Komm, wir müssen es riskieren. Wir müssen es riskieren, Leute. Weil der nächste Schlag besiegt uns. Komm on, stirb! Nein! Wir sind tot. Wir sind tot. Wenn wir nicht mehr als 4 Lebenspunkte erhalten. Jawohl! Das gibt's nicht. Das war ja knapp. Geil. Das war echt knapp, Leute. Gut. Können wir jetzt rein? Anybody else got a problem with me? Tja, so läuft das. So läuft das, meine Freunde. Schauen wir uns jetzt hier mal um. Gibt's bestimmt etwas, oder? Doch nicht? Dann reden wir mal mit ihm. Just no browning, please. What can I get you? Etwas entgeht dir nach wie vor, such weiter nach der Kneipe fragen. It's nice in here. I like the decor. Why the moonshine? It sells best. We've just run out. Have anything else to say? Irgendwas fehlt mir. Good rit. Auf nimm mir Wiedersehen, sagt er. Irgendwas fehlt uns anscheinend. Schauen wir uns draußen nochmal um. Es muss hier sein. Irgendwas. Ah, hier. Oder? Ah ne, das ist ein Licht. Ich kann die Dinge halt nicht aktivieren, ne? Die Frage ist, brauche ich es? Reden wir nochmal mit ihm. Hier, verlangen mit Kaiat eine Sprechungstür. Näher auf das letzte Opfer eingehen. Machen wir das mal. Du musst wissen, ihren Namen. Ich tue, aber du hast nichts, um mich zu überzeugen. Is there anything else?
Ja, wir möchten mit ihm reden. I want to see the painter. You must be joking. Until the fisherman's trial, not even his own mother can see him. Is there anything else? Okay, wir können nichts machen. It's true. Wir können nichts machen, Leute. Was? Das kann euch. Ey, das kann nicht euer Ernst sein. Ich muss die echt leveln, damit ich hier weitermachen kann. Ich kann die aber nicht leveln. Weil ich hier nicht weiterkomme. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Zunge zu leveln? Nein, ne? Shit. Vielleicht für eine kurze Zeit das irgendwie stark zu machen, geht nicht, ne? Scheiße, Mann. Okay, das ist echt ein Mega-Fail gerade. Ich überlege, was ich noch machen kann. Er hat mir geraten, die Bordsteinschwalbenimpulse wegen des Falls zu besorgen. Ich finde sie nach Einbruch der dunklen Gassen. Boah, das ist echt ein böses Wort. So, by the way. Gehen wir mal hier weg. Schauen wir uns mal die Map an. Kann es sein, dass wenn ich nachts komme oder frühs komme, sich etwas ändert? Nee, das schickt mich direkt wieder hier hin. Aber hier ist nichts mehr. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich eine Lösung. Ansonsten müssen wir das hier abbrechen. Kann ich mit euch reden? Mit euch kann ich auch nicht reden. Mit dem Typen kann ich auch nichts mehr machen. Ja, da sind die zwei Geheimnisse draußen. Da sind zwei Fragezeichen und zwei Geheimnisse draußen. Das ist genau das. Junge, das ist ja ein Mega-Fail. Also heißt das für mich? Das heißt für mich, dass ich hier den Laster fangen muss? Aber das ist doch die Frau. Es muss doch eine andere Möglichkeit geben, hier meine Zunge zu leveln. Verwirrt. Weil das muss die Frau sein, die wir gesehen haben. Oder ist die Frau irgendwo hier? Glaub eher nicht. Gut, Leute, wir können nichts machen. Wir müssen diese Quest dann später weiter bearbeiten. Hier sind wir erstmal durch. Das ist crazy, aber wir sind echt durch. Wir können hier nicht weitermachen. Ja. Nach 40 Minuten... die böse, böse Nachricht. Wir müssen die Quest abbrechen. In den nächsten Videos geht's aber weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.